Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Webinarreihe der IB Solution. Sie erwarten dieses Jahr auch wieder spannende Themen, die Sie auf der Academy-Seite auch verfolgen können. Heute beginnen wir mit dem Webinar Ordnermanagement mit SAP IDM unter dem Motto Think Big, denn IDM kann mehr als nur Identitäten verwalten. Der heutige Moderator, mein Name ist Moritz Köppen. Ich bin mittlerweile seit 6 Jahren im IDM-Bereich tätig und möchte Ihnen mit diesem Webinar einfach einige Punkte aus meiner Erfahrung zeigen und spannende Themen wie beispielsweise das Ordnermanagement. Zur heutigen Agenda. Ich werde Sie erstmal in das Thema einführen mit bestimmten Unterpunkten und Rubriken, damit Sie erstmal wissen, worum es bei diesem Thema geht. Werde anschließend eine Live-Demo zeigen, in der das, was ich vorher präsentiert habe, nochmal vorgestellt wird. Anschließend gibt es dann eine Zusammenfassung und am Ende werde ich dann gerne noch auf Fragen Ihrerseits eingehen. So, zunächst zur Einführung. Wie gesagt, das Motto ist Think Big. Also die meisten Kunden von uns, die das Identity Management nutzen, nutzen das hauptsächlich, um Identitäten zu verwalten, Berechtigungen zuzuordnen und Ähnliches. Und auch das Antragswesen ist immer ein großer Punkt. Ich möchte mit diesem Webinar zeigen, dass man aus dem Produkt auch mehr herausholen kann und der administrative Aufwand mit dem IDM noch weiter reduziert werden kann. Und vor allem die Standardkonnektoren bieten auch mehr Möglichkeiten, als die meisten unserer Kunden aktuell nutzen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt des Ordnermanagements. Damit wir Ordner auch im IDM verwalten können, legen wir dafür erstmal einen neuen Objekttyp, also einen neuen Entry-Type vom Typ ISV-Folder an. Und in diesem Objekt kann dann letztendlich der Name des Ordners gespeichert werden und der Pfad, in dem der Ordner erstellt werden soll, lässt sich über Repository oder Paketkonstanten realisieren. Auch ist es möglich, mit der derzeitigen Implementierung Ordner zu verschachteln. Das heißt, ich kann Ordner in Ordnern anlegen und die Anlage dieser Ordner erfolgt dann letztendlich mittels PowerShell mit einfachen Batch-Befehlen. Die Anlage der Ordner ist wahrscheinlich kein so großes Thema, weil man das letztendlich auch manuell steuern könnte. Was jetzt viel wichtiger ist, wer darf auf diese Ordner denn zugreifen? Genau, aus dem IDM heraus lassen sich, wie gesagt, Gruppen mit dem Create Group Plugin erzeugen. Und darüber habe ich dann letztendlich die Möglichkeit, die Ordner, die ich vorher erstellt habe, entsprechend mit AD-Gruppen zu verknüpfen. Das heißt, es gibt dann eine AD-Gruppe, die berechtigt, den Ordner lesen zu können und eine AD-Gruppe, die dazu berechtigt, auch in dem Ordner schreiben zu können. Und sofern es noch Unterordner gibt, gibt es auch die Möglichkeit, eine weitere AD-Gruppe noch zu erzeugen, die letztendlich das Löschen der Unterordner erlaubt. So, das Ganze habe ich jetzt nochmal hier in einem Diagramm aufgezeichnet, einfach zum besseren Verständnis. Das heißt, ich habe hier einen Ordner 1, der als ISV-Folder realisiert ist. Für diesen Ordner 1 gibt es dann eine Lesegruppe, eine Schreibgruppe und eine Löschgruppe, jeweils einmal als MX-Group-Objekt und einmal als MX-Privilege-Objekt. Das ist das übliche Vorgehen bei AD-Anbindungen, dass man letztendlich die Gruppen jeweils in beiden Objekttypen vorhält, im Privileg und in der Gruppe, damit ich auch die Möglichkeit habe, Gruppen in Gruppen verschachtelt im IDM abbilden zu können. Des Weiteren haben wir dann hier den Subordner 1.1, auch vom Typ ISV-Folder. Die beiden Ordner sind miteinander verknüpft, damit man eben auch weiß,
zu welchem Hauptordner denn der Unterordner gehört. Und auch für diese Unterordner gibt es jeweils die Lese- und Schreibgruppe und, wie vorhin angesprochen, die Löschgruppe in dem Hauptordner, die dazu berechtigt, die Unterordner zu löschen. Genau. Jetzt wurden die Ordner mittels PowerShell im Vorfeld erzeugt. Die Lese- und Schreibgruppen haben wir über den Standard-Connector erzeugt. Und im letzten Schritt geht es darum, die AD-Gruppen dann letztendlich auf den Ordnern mittels PowerShell für den Lese- und Schreibzugriff zu verknüpfen. Wenn das Ganze dann umgesetzt ist, ist es so, wenn es jetzt zum Beispiel ein neues Projektmitglied gibt, das Zugriff auf einen Projektshare erhalten soll, dann kann die entsprechende Lese- oder Schreibberechtigung über das IDM beantragt werden. Und sobald der User dann die entsprechende AD-Gruppe erhalten hat, kann er auf diese Ordner zugreifen und kann da entsprechend Dateien hinterlegen oder ähnliches. Zum Ausblick gibt es noch die Möglichkeit, einen weiteren Objekttypen anzulegen vom Namen ESV Project. Darüber habe ich dann die Möglichkeit, im IDM letztendlich Projekte zu verwalten und kann letztendlich Mitglieder diesem Projekt zuordnen und kann diesem Projekt auch die Lese- und Schreibberechtigung der dazugehörigen Projektordner zuordnen. Und sobald ich dann eine Person diesem Projekt zuordne, erhält das Projektmitglied auch alle in dem Projekt enthaltenen Berechtigungen. Alternativ wäre es auch möglich, das Projekt mit dem Projektordner zu verknüpfen und dann mit den Berechtigungen auf dem Projektordner zu arbeiten. Das nur so als Ausblick, wie man die Projekte und Projektshares im IDM verwalten kann. Die Technik dahinter sind letztendlich die ACLs, also die Access Controls Lists. Hier ist mal als Beispiel gezeigt, wie ich letztendlich die neuen Gruppen, die ich im IDM erzeugt habe, auf meinen Ordner verknüpfen kann. Das heißt, ich habe hier eine Variable, in der mein Ordnerpfad drinsteht und hole mir erstmal die aktuell verfügbaren ACLs über getACL und erzeuge jetzt hier neue Security Access Control Objekte. Das heißt, ich gebe hier an, das ist der DN von meinem Leseprivileg und möchte dieses Leseprivileg mit der Berechtigung Read and Execute verknüpfen auf dem Ordner selber. Das gleiche mache ich auch mit meinem erzeugten Write Privilege und dem Delete Privilege für die Unterordner. Jeweils dann beim Write mit der Ausprägung Modify und beim Delete mit der Ausprägung Delete. Und hier setze ich dann letztendlich auf meinem am Anfang erzeugten ACL-Objekt diese Access Rules und daraufhin setze ich dann auf meinem Ordner diese ACLs. Und darüber ist dann sichergestellt, dass ich nur, wenn ich eine dieser AD-Gruppen habe, auch auf den Ordner zugreifen kann. Jetzt würde ich das Ganze kurz in einer Live-Demo zeigen. Genau. So. Wir haben hier unser IDM-UI, was Sie wahrscheinlich größtenteils kennen. Wähle jetzt hier meinen Objekttyp Ordner aus und sage jetzt hier, ich möchte einen Projektordner erstellen. Kann jetzt hier, wenn ich im Vorfeld schon ein Projekt erstellt hätte, könnte ich hier den Projektordner dem Projekt schon zuordnen und könnte jetzt hier sagen, ich nehme einen Ordner Webinar-Demo mit dem Unterordner Live-Test und sage letztendlich hier nur noch sichern. Jetzt wird im Nachgang letztendlich zunächst der Projektordner selbst im IDM angelegt mit dem entsprechenden Namen, den ich vergeben habe. Zusätzlich
wird dann der Pfad letztendlich hinterlegt, der über Repository-Konstanten realisiert ist. Und anschließend wird dann mittels Batch-Befehl dieser Ordner selbst angelegt. Dann werden die AD-Gruppen, wie gesagt, erzeugt und die AD-Privilegien. Und im letzten Schritt werden diese Privilegien dann auf dem Ordner hinterlegt. Das heißt, das dauert jetzt erstmal kurz, bis dieser Ordner letztendlich dann da ist. Das ist hier letztendlich der Projektpfad, den wir haben. Sollte aber gleich da sein. Genau. Jetzt haben wir hier den Ordner letztendlich Webinar-Demo mit dem Unterordner Live-Test, die natürlich jeweils leer sind. Jetzt kann ich mal gucken, ob die Berechtigungen schon hinterlegt sind. Noch nicht. Das ist, wie gesagt, der letzte Schritt, der dann letztendlich kommt, die ACLs auf den Ordnern zu hinterlegen. Der Vorteil an dem Ganzen ist eben, dass man an zentraler Stelle über das IDM letztendlich Abteilungsordner oder Projektordner anlegen kann und man nicht mehr diesen Wildwuchs von Ordnern hat, wo jedes Projektmitglied auf irgendwelchen Shares-Ordner anlegt und man teilweise gar nicht mehr weiß, welche Ordner gibt es, wer kann darauf zugreifen. Und über dieses Konstrukt, die Ordner aus dem IDM heraus anzulegen, und mit Berechtigungen im AD zu verknüpfen, kann ich über eine zentrale Stelle, also über das IDM, steuern, wer auf diese Ordner zugreifen kann. Jetzt sollten die ACLs auch gesetzt sein. Genau, das heißt, ich habe hier, okay, die brauchen noch, bis die Namen aufgelöst sind. Also letztendlich kann man schon sehen, diese drei Gruppen, die ich erzeugt habe, sind hier drauf schon hinterlegt. Dass die Namen hier sauber aufgelöst werden, dauert eine Zeit, weil es eben verschiedene AD-Server sind mit unterschiedlichen Replikationszeiten. Wenn Sie Fragen haben, die in dem Webinar aufgetaucht sind, können Sie sich die jetzt schon mal überlegen. Ich werde jetzt noch eine kurze Zusammenfassung des Webinars machen und anschließend auf Ihre Fragen eingehen. Die können Sie im Chat jederzeit mitteilen und ich werde dann die Fragen, soweit es mir möglich ist, beantworten. Das heißt, zur Zusammenfassung, Ordnermanagement mit IDM ist an sich nichts Neues. Es werden einfach nur die bestehenden Funktionalitäten des IDMs für ein neues Anwendungsszenario verwendet. Das heißt, wir nutzen die Standard-AD-Konnektoren oder auch einfache PowerShell-Aufrufe, die im IDM jederzeit auch schon möglich sind. Das heißt, Ordner werden mittels PowerShell erstellt, die Gruppen mittels Standard-AD-Konnektor, die Elemente werden mit PowerShell verknüpft und der Hauptvorteil dieses Ordnermanagements übers IDM ist, dass man schnell den Überblick hat und es nicht massenhafte, oft verstreute und manuelle Anlagen von Ordnern gibt. So viel zu dem Webinar. Wenn Sie Fragen haben, werde ich die gerne für Sie beantworten. Das nächste Webinar findet am 17. Januar statt zum Thema plattformbasierte Geschäftsmodelle mit der SAP Cloud Plattform. Das Webinar und die dazugehörigen Folien finden Sie ab morgen auf der Academy-Seite.
Genau, jetzt kommen wir zu den Fragen. Die erste Frage ist, was man. Das heißt, man braucht X Repositories für X-File Server. Nicht zwangsläufig. Man könnte mit verschiedenen File-Servern arbeiten und die alle im entsprechenden Config- oder AD-Repository hinterlegen und könnte dann letztendlich bei der Anlage des Ordners diesen Pfad als zusätzliches Feld mit aufnehmen. Das heißt, man wählt dann bei der Anlage des Ordners aus, auf welchem Server man diesen Ordner jetzt anlegen möchte. Und hätte dann quasi nur ein Repository, in dem man verschiedene Pfade hinterlegen kann. Eine weitere Frage wäre noch, wofür man PowerShell noch verwenden kann. PowerShell ist, wie gesagt, sehr mächtig und bietet viele Funktionalitäten, auch durch die Einbindung von verschiedenen Plugins. Ich kann also auch mit dem PowerShell beispielsweise die neben der Anlage von Mailboxen im Exchange auch die Lync-Anbindung durchführen und über PowerShell Bilder die entsprechenden Systeme schreiben vom IDM aus. Das ist einfach nur eine von vielen Möglichkeiten, die sich mit PowerShell bietet. Und ich habe in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass man mit dem IDM oftmals viel mehr machen kann, als aktuell umgesetzt ist und man mit PowerShell eben sehr viel realisieren kann. Gibt es noch weitere Fragen? Dann bedanke ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, entschuldige mich nochmal für die Verbindungsprobleme und hoffe, dass Sie sich für das Ordnermanagement begeistern können und gegebenenfalls auch in Ihrem IDM umsetzen werden. Vielen Dank, auf Wiederhören.